Shut up, John. Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Belutiges Käfchen. Und zwar habe ich etwas mitzuteilen, und zwar müssen wir das hier leider ohne den guten Mentor fortführen. Denn Mentor kann leider nicht mehr mit uns aufnehmen. Mit mir, uns. Mir egal, wie ihr es nennen wollt. Und daher haben wir Penis uns entschlossen, das Projekt alleine durch zu Ende zu ziehen. Und zwei habe ich noch. Zack, zack. Und dann kämpfe ich gegen Buki und Satani, damit wir wenigstens noch so halt eine faire Chance haben zum Ende hin. Und ich hoffe, vielleicht wird das was, vielleicht auch nicht. Aber wir haben 15 Pfeile und alles. Und ich werde auch diese Base jetzt verlassen. Ich weiß auch nicht, warum ich das neu gepflanzt habe. Und nur das mitnehmen, was ich brauche. Deswegen... Jo, da kann ich ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich werde jetzt hier alles mitnehmen, was ich brauche. Und dann später einfach nur gegen die beiden kämpfen und gucken, ob ich schaffe oder nicht. Wenn nicht, dann sind die Sachen halt weg. Dann muss ich halt so weiterkämpfen. Und wenn doch, dann doch. Gucken wir mal so. Gut, dann schaue ich nochmal, was ich hier... Vielleicht sollte ich mal das Steak... So, bin ich bescheuert? Da, jetzt habe ich das Steak. Gut. Dann nehmen wir hier das Steak und zack. Dann können wir die Brote auch erstmal essen. Obwohl, nee, ich esse dann gleich die beiden Steaks einfach. Die können wir ja mitnehmen. Da unten ist nämlich auch noch ein Ofen. Ich kann nochmal gucken. Dann reparieren wir hier jetzt nochmal einiges. Kann man das so reparieren? Ja. So, dann mache ich gleich mal alles nochmal neu. Dann, guck mal, dann hier, zack, 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 zack. So, dann haben wir das brauche ich ja jetzt nicht mehr, den Eisen, den Eimer. Zucker brauche ich auch nicht mehr, Flint brauche ich auch nicht mehr. Das kann alles weg, alles brauchen wir nicht mehr. Obwohl, davon kann ich mir noch... Ich könnte mir höchstens einen Diamanten machen. Das wäre halt so die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch hätten. Aber ein Diamant bringt mir halt relativ wenig. Ich weiß nicht. So, Essen haben wir jetzt auch nicht mehr. Dann haben wir dies, dann haben wir... Die brauchen wir nicht so weit. Na gut, dann würde ich sagen... Gehen wir mal auf, ne? Guck mal hier. In unserem Gang letztes Mal. Also ich werde jetzt nochmal versuchen, hier alles zu kriegen, alles reinzuholen, was ich finden kann. Und wenn wir Glück haben, dann kriegen wir halt was oder finden was. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann werde ich halt wie ein richtiger, echter Mann sterben. Dann schauen wir einfach mal, wie das so wird. Im Moment kann ich noch relativ wenig dazu sagen. Also wir haben auf jeden Fall gesagt, dass ich mich enchanten darf. Und dann habe ich mich halt enchanted. Und dann haben wir 2 gegen 1. Ist zwar trotzdem nicht ganz fair, ne? Aber trotzdem besser als gar nichts, ne? Ich will ja jetzt nicht einfach so sagen, ja komm hier, Marcel, du bist raus. Darauf habe ich auch keinen Bock. Das ist mir eigentlich auch zu behindert. Das finde ich ist Kinderkacke. So, hier ist das Ende. Dann müssen wir uns wieder reinbuddeln. Dann schaue ich mal einfach hier oben, ob die Bases vielleicht schon im inneren Bedrock sind oder Bedrock? Heißt das so? Ich weiß es gerade nicht. Oh, hier ist das so. Hier müsste die eigentlich nicht viel weiter da in die Richtung gehen. Nee, gut, dann
bauen wir uns einfach hier rüber. Ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Also ich werde auch die Folge, glaube ich, die wird heute auch ein bisschen länger. Weil wir dann, ich werde einfach noch versuchen, das zu kriegen, was wir kriegen können. Vielleicht klappt's nicht. Weiß ich nicht. Heute um 12 wird auch die Base verschwinden. Also außerhalb der Dingens sein, der Reichweite. Ja, also die Wild Border, genau. Die wird dann auch auf unsere Base treffen. Und ja, das war's dann für unsere Base. So, zack, 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 zack. Ich laufe einfach mal sneaked hier durch die Gegend. Schaut mal, da so sieht das aus von der Perspektive der Steine. So groß könnte das Gebiet ja auch gar nicht mehr sein. Also Gelb hat noch ein Leben. Ach, ich bin Gelb. Gelb hat noch ein Leben. Also Mentor war letztens auch da und ist dann einfach sterben gegangen. Er hat mir wenigstens das Dia-Schwert da lassen können. Nein, nein, er nimmt es einfach mit in den Tod. Naja. Aber... So, komm. Irgendwo kann doch hier jetzt mal das Ende sein. Vielleicht finden wir ja sogar eine Base. Das wäre richtig cool, wenn wir mal was finden würden. Das wäre vielleicht mal was Spannendes. Aber vielleicht auch nicht. Also, ich muss echt sagen, obwohl dieser World Border immer kleiner wird, ist es echt noch relativ schwer, auf andere zu finden, finde ich. Also, guck mal. Okay, ich kann jetzt nicht zoomen, warum auch immer. Das geht, okay. Ja gut, aber da hinten, also der Gang ist ja schon relativ lang noch. Ich meine, ich habe 1, 2, 3, 4. Naja, da können wir ja noch tausende von Emeralds machen jetzt, wenn wir auf der Suche nach einer Base sind. So, so, mal gucken, wie weit das hier noch so geht und ob wir dann vielleicht jemanden finden, vielleicht auch nicht, vielleicht schon. Ich wäre echt froh, wenn wir eine Base finden würden, das hätte echt was. Also es gibt noch drei Teams, ich weiß gar nicht mehr, wer noch drin ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass Gaming Bookie und Satani noch drin sind, Exolo und Yuya. Dann bin ich noch drin. Und das andere Team, keine Ahnung. Wer Team Rot, nee, Team Gold sein soll. Wer ist denn Team Gold? Könnt ihr mir das vielleicht mal in die... Das muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Das verwirrt mich gerade. Bloody Cave, so. Dann sehen wir uns doch mal die Teams an. Also, wir haben noch Freaks LP und Flash Tunes sind noch drin. Okay, gut, die sind noch dabei. Ich dachte auch, die wären schon raus, aber die sind wohl noch, dann sind die wirklich noch drin. Gut. Huch. Da will ich hin. So. Gut, dann, wenn die noch drin sind, dann kann das ja vielleicht noch eine spannende letzte Folge werden. Also, langsam fühle ich mich echt verarscht. Das kann doch hier nicht irgendwann. Alter, das ist ja noch riesig. Also ich will gar nicht wissen, wie groß die Map am Anfang war, wenn die Map hier gerade so noch so groß ist. Ich meine, wir haben jetzt die Hälfte. Oh. Wir haben jetzt die Hälfte der Zeit um. Also an Tagen. Oh, hier. Hier. Gut, dann werde ich jetzt nochmal ganz kurz den Cobblestone in Redstone umwandeln, damit wir mehr Platz im Inventar haben. So, und dann würde ich sagen, bauen wir uns hier weiter. Vielleicht finden wir auch was, ich weiß es nicht. Vielleicht sterben wir auch ganz elendig, ich weiß es auch nicht. Aber wir werden uns jetzt einfach hier durchgraben. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das ist halt einfach unser letztes Leben. Mentor ist raus. Wir waren eh relativ weit hinten, was das Farm angeht. Und daher denke ich, dass es das Beste wäre, wenn ich jetzt einfach nur noch versuche, das Beste rauszuholen und dann einfach noch zu kämpfen und versuchen, hier nicht zu sterben, ne? Beziehungsweise, ich werde wahrscheinlich sterben. Ui, guck mal, da ist mein Name. Naja, dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Also jetzt können wir uns nochmal eine Stunde hier an die Seite buddeln. Ich meine, ich habe dafür jetzt 5 Minuten gebraucht, glaube ich. Ich kann ja auch ein paar Witze erzählen, wenn ihr wollt. Witzig, nein. Ich bin gerade echt unmotiviert, hier mich durch die Gegend zu buddeln, weil ich lieber so mit X-Ray hier so ein bisschen so gucken würde, wo die anderen Bases, Basen sind. Das hätte vielleicht mehr Action. Dann könnte ich die alle ausnehmen und hacken. Mal gucken, vielleicht finden wir ja wirklich was. Das wäre natürlich optimal, weil dann würde ich die komplette Base looten, alles rausholen, was geht an Emeralds und versuchen, damit das Beste anzufangen, was eigentlich geht.
Das hätte richtig was, wenn wir jetzt wirklich die Base komplett looten könnten. Also ich hoffe mal, dass die ihre Base alle schon umgezogen haben. Also sonst kann ich auch einfach mal in die Mitte gehen, aber ich glaube nicht, dass in der Mitte die Base ist. Okay, komm, wir machen das anders. Hier ist die Base. Hier ist die Mitte. Dann gehen wir mal einfach Richtung Mitte. Dann sind wir nächstes Mal, wenn es losgeht, einfach direkt schon in der Mitte und dann können wir gleich mal anfangen. So, hier ist der rote Clay. Weg damit. So. Roter Clay. Ich weiß gar nicht, was kommt denn noch an Clay? Clay, grüner Clay. Das werden wir ja noch sehen. So, wir kommen immer weiter in die Mitte. Also in die Richtung ist das gar nicht mal so groß, aber die Breite ist noch relativ groß. Was ich relativ komisch finde. Oh, Gold. Yellow Stained Clay. Also ihr seht ja, in die Richtung sind ungefähr immer 15, 20 Blöcke. Und das ist relativ wenig. Aber wenn wir jetzt so überlegen, wir haben so fast 100 Blöcke, 100.000 Blöcke in die eine Richtung gegraben. Naja, vielleicht kommen wir ja gleich auch irgendwann in die Mitte. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas Besonderes ist. Ich glaube nicht. Sonst, wenn da irgendwas Besonderes gewesen wäre, hätten sich natürlich alle in die Mitte gegraben. Oh, das ist jetzt... Ach, jetzt habe ich es nicht gelesen. Oh, oh, was? Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Hier hat sich schon jemand langgebuddelt. Interesting, interesting. Hier hat jemand die komplette... Okay. Das sieht doch mal interessant aus. Hier hat jemand den kompletten Weg hier alles wegge... Okay, was hatten die hier? Was haben die denn hier gemacht? Hier oben ist nix. Vielleicht ist hier irgendwo was oder vielleicht ist dahinter was? Ach nee. Vielleicht ist hier irgendwas. Oh. Hier war eine Base, oder? Hat sich hier nur jemand durchgebaut. Alter, was haben die denn hier gemacht? Wer hat sich denn hier so beschissen hingebaut? Hier kriegt man ja Kopfschmerzen. Okay. Okay, das sieht interessant aus, was sie hier gemacht haben, hier oben. Aber vielleicht soll das auch einfach nur sein, damit man ihren Base nicht findet. Okay. Oder vielleicht haben die einfach hier am Rand irgendwo eine Base. Vielleicht ist hier eine? Nein. Jetzt wird's vielleicht doch noch spannend. Da ist ein Baum. Vielleicht ist hier wirklich was. Das wäre natürlich der Hammer. Wenn jetzt hier noch irgendwas wäre, wenn wir noch irgendwas finden würden. Das hätte natürlich echt was. Ich schau mal. Okay, hier ist nichts Großartiges. Ich baue mal hier alles so nebenbei ab, damit wir vielleicht ein bisschen schneller runterkommen. Oh, hier ist die Zone, wo sie gefightet haben. Moment, vielleicht können wir uns, zack, noch ein... Huch. Oder ja, doch, das wird nur einer. Ein Emerald. So... Ach ne, gar nicht, wir müssen ja bei ihm bleiben. Zack, 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 zack. Zack, zack. Also hier irgendwo ist vielleicht doch noch irgendwas. Vielleicht finden wir wirklich was. Das hätte echt was, das hätte was. Das hätte Swag. Hätte auf jeden Fall Swag. So, was haben wir denn hier noch alles so? Hier hat sich jemand... Okay, hier ist einfach nur eine kleine Höhle. Okay, gehen wir mal Richtung Mitte. Mitte ist in die Richtung. Nee, hier ist Mitte. Hier, dahin. Dahin ist Mitte. Okay, hier sind wir eben runtergegangen, oder? Gut, dann gehe ich nochmal hier hoch in diese Gänge. Oh. Okay. Hallo, Creeper. Jetzt haben wir noch ein paar von dem... Ein bisschen von dem hier Shit hier. Von dem Schießpulver.
Okay, vielleicht. Wenn wir wirklich was finden würden, das wäre natürlich epischer Scheiß. Aber ich glaube, nur die Gänge ablaufen würde mich nicht weiterbringen. Also hier hat auch irgendwer rumgechillt. Auf jeden Fall waren hier welche, auf jeden Fall. Das ist nicht zu verleugnen. Okay, hier ist eine riesengroße Höhle. Dann gehe ich mal in die Richtung. Ich verliere echt schnell Essen, das ist unglaublich. Das ist echt kacke. Mann, wenn wir wirklich eine Base finden würden, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mittlerweile echt Hunger. Vielleicht esse ich gleich auch was. Oh, vielleicht sollten wir auch sprinten. So. Also die haben sich wirklich direkt an dem Clay lang gearbeitet immer. Aber ich glaube nicht, dass es so leicht wäre, eine Base zu finden. Oder ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben die alle relativ mit Cleanstone relativ gut zugebastelt. Dass es nicht sehr einfach wird, die zu finden. Aber es wäre natürlich ideal für uns jetzt, weil dann können wir die komplett auseinandernehmen und dann sind sie aufgeschmissen, wenn sie dann später gegen andere kämpfen würden. Dann würden wir es denen nochmal unnötig schwer machen. Ja, nerv mich nicht. Hier, weg mit dir. Weg mit dir. Also die haben auf jeden Fall Obsidian hier. Hier ist auch Obsidian. Vielleicht ist die Base von denen ja wohl sogar wirklich in der Nähe von so einer Höhle oder von so einem Obsidianfeld. Ist hier irgendwas? Nee, die haben die sich nur durchgegraben. Die Folge geht schon 17 Minuten jetzt, ne? Oh, hey, ne? Guck mal, sogar ein Enderman besucht uns hier. Hallo, Enderman. Hey, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg, mein Freund. Lol, der läuft echt... Hallo. Lauf doch nicht... Lauf doch nicht weg. Und noch eine Enderperle, geil. Und wir haben nichts mehr zu essen, Brüder. Das ist natürlich noch geilomatikaro. Oh Mann, ich würde natürlich echt gerne eine Base finden jetzt. Komm schon, komm schon. Irgendwo hier. Irgendwo hier muss noch eine Base sein. Vielleicht. Base. Oh, Redstone. Das ist natürlich auch ganz nice. Redstone ist immer gut. Guck mal, haben wir fast schon wieder ein Emerald. Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen mit von Mentor und mir. Ja, oder hätte man vielleicht... Okay. Wir bauen uns hier ein bisschen hoch. So, Lapis Lazuli brauchen wir nicht. Und gucken mal, was uns da gleich erwartet. Ja, ich habe keine Schaufel, wundert euch nicht. Ich habe eine Schaufel. Fickt euch. Okay, hier ist ein Lavasee. Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Das sieht doch nochmal ganz spannend aus hier. Ja. Redstone. Geile Scheiße. Ja, geilomatico. Und das ist dann unser nächster Emerald. Und ja, hier ist wieder... Das war's dann für uns. Hier ist gar nichts mehr. Zack. Hallo? Zack. Emerald. Juhu, wir haben einen Diamanten. Wir haben immer noch einen Diamanten. Die brauche ich alle nicht mehr. Und weiter geht's. Oh, hier ist noch was. Ach nee, hier ist nur eine Höhle. Aber hier ist Redstone. Also mit dem Redstone könnte das vielleicht nochmal eng werden. Ich glaube eher nicht, aber... Redstone. Also ist auf jeden Fall ein Stack jetzt noch. So, und zack.
Es sieht hier auch ziemlich so aus, als ob hier vielleicht irgendwann mal jemand lang gelaufen ist. Und wir sind schon wieder am World Border, okay. Dann baue ich mich mal hier rein. Vielleicht finden wir was. Ich wünschte, ich hätte einmal Glück in diesem Spiel. Oh Mann. Einmal Glück in diesem Spiel, das hätte echt was. Das wäre Swagomedico. Wäre ultra swaggy. Naja. Schauen wir mal, was uns hier hinter erwartet. Und ich denke mal, ich werde die Aufnahme auch gleich beenden. Leider, hier ist noch der Grüne. Und jetzt schauen wir nochmal hier oben lang. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, was ich sagen muss. Also das mit Mentor ist gesagt. Ich weiß auch, ich glaube, ich werde auch mein Minecraft, normales Minecraft PvP erstmal fortführen, wenn ich hier durch bin mit dem Projekt, damit wieder ein bisschen normales mehr Minecraft PvP kommt. Genau, und ich wollte noch ein bisschen was zu inaktiven Abonnenten sagen. Ich weiß, dass mich jetzt wahrscheinlich viele abonniert haben von euch, nur um dieses Bloody Cave zu verfolgen und auch zum Beispiel hier Let's Battle. Aber ich würde es jetzt echt ein bisschen schade finden, wenn die kompletten Views einbrechen würden. Jetzt nur, wenn die beiden Projekte hier vorbei sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre für mich extrem traurig, weil, naja, ich mache das ja auch nicht nur bei diesen Projekten mit... warte mal, wie sage ich das denn jetzt? Ich mache diese Videos ja letztendlich ja für euch und halt auch für mich als Hobby und halt um euch zu unterhalten. Und wenn euch die Videos nicht gefallen oder mich nur abonniert habt wegen dem Projekt, dann würde ich um ein D-Abo bitten. Sagt man das so? Also würde ich auf jeden Fall cool finden, weil dann weiß ich halt, wer weiterhin bei an meiner Seite sozusagen bleibt und wer halt meiner dann halt nur wegen dem Projekt da war. Das wäre für mich nämlich eine ganz gute, dann hätte ich halt auch nicht so viele inaktive Abonnenten und könnte mich halt mehr auf die Leute konzentrieren, die auch sich melden. Naja, der Rest meldet sich ja nicht, deswegen wäre es ja nicht kompliziert. Okay, so machen wir es anders. Wir machen jetzt noch die Spitzhacke kaputt und dann ist die Folge hier auch vorbei. Vorbei, Martico. Hier ist noch einmal. Und hier geht's noch weiter. Obwohl ich witz... Hallo? Kannst du mal aufhören, die kaputt zu machen? Danke. Hä? Ich will doch nur die haben. Ja, jetzt geht's. Gut. Okay, das hat sich dann wohl erledigt. Wir werden uns hier... Hier ist die Mitte. Genau hier werden wir uns hinschillen. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zum Kampf, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tüdelü, meine Kadaverfreunde.